So, in diesem kurzen Video möchte ich Ihnen einen groben Überblick verschaffen, was der Hauptunterschied zwischen Python und C ist. Das ist natürlich überhaupt nicht schaffbar in einem kurzen Video, aber ich möchte Ihnen so die Hauptunterschiede aufzeigen, damit Sie es in den nächsten Wochen ein bisschen leichter haben. Erstens müssen wir uns durch die dummen Sachen durcharbeiten, die eben trivial sind, aber auch genauso wichtig. Wenn man zum Beispiel ein neues Python-Skript hier erzeugt mit Spider, dann kommen am Anfang zwei offensichtliche Kommentare. Das erste ist allerdings so gekennzeichnet und das zweite ist so gekennzeichnet. Der Unterschied ist allerdings ein bisschen, dass dieses hier ist das richtige Kommentar, beginnend mit einer Raute und danach kann kommen, was wolle. Diese drei Ausführungszeichen hier, diese drei Gänsefüßchen, geschlossen wieder mit diesen drei Gänsefüßchen, ist eigentlich ein String, der einfach so reingebracht wird, der tut im Moment gar nichts, weil er nicht irgendwo zugewiesen wurde, da passiert einfach gar nichts. Das hat was damit zu tun, dass eben ein Interpreter ist und in unserem Fall sieht es letztendlich so ein bisschen wie ein Kommentar aus. Man kann eben dann beides benutzen. Ich könnte aber auch meine eigenen Kommentare natürlich schreiben, wie zum Beispiel, das ist mein erstes Python-Programm. So, eine Funktion kennen wir bereits, die Print. Und ich könnte jetzt hier Hello schreiben. Und vielleicht haben Sie es schon im Video davor gemerkt, ich habe da kein Semikolon dahinter getan. Ich könnte. Passiert einfach gar nichts Interessanteres. Ich kann es aber auch lassen und direkt an der nächsten Zeile weitermachen, wie zum Beispiel Hello Anna, wird aber eben in zwei verschiedenen Zeilen auch ausgeführt. Wenn ich beide Anweisungen auf der gleichen Zeile haben möchte, wie zum Beispiel hier in der Konsole direkt, kann es durchaus sinnvoll sein, mehrere Anweisungen auf einmal zu schreiben. Dann müsste ich sie, wenn sie in einer Zeile sind, eben mit einem Semikolon voneinander trennen. So wird das genauso funktionieren wie davor. Wenn ich diesen Semikolon aber wegnehme, dann beschwert sich sofort irgendjemand, man sieht es auch hier schon in der Umgebung selbst, im Editor, dass da irgendetwas nicht in Ordnung ist, weil man eben zwei Anweisungen ohne Semikolon dazwischen nicht auf der gleichen Zeile schreiben darf. Noch etwas sehr Wichtiges ist die Einrückung. Wenn ich hier jetzt ein Tab machen würde, dann sehen Sie auch sofort, der Editor beschwert sich auch wieder und sagt Unexpected Indent. Das hat damit zu tun, dass Python diese Indentierung oder diese Tabs oder diese Einrückung auf Deutsch dazu benutzt, zu erkennen, wo seine Blöcke sind. Sie erinnern sich, in C im Arduino war ein Block immer von den geschweiften Klammern umgeben. Hier hat man auf die geschweiften Klammern verzichtet. Man macht alles mit einer Einrückung. Das heißt, später, wenn wir lernen, wie ein Loop funktioniert, wie eine Schleife funktioniert oder wie ein If-Then-Else-Statement funktioniert, wie Funktionen geschrieben werden, dann werden wir eben mit dieser Einrückung arbeiten und nicht mehr mit den geschweiften Klammern. Deswegen habe ich auch im ersten Semester so viel Wert darauf gelegt, dass Sie es auch immer schön formatieren. Manche von Ihnen haben es nicht so gut geschafft, andere haben sich das tatsächlich angewöhnt. Jetzt müssen Sie es machen, weil sonst Ihr Programm einfach nicht mehr korrekt funktionieren wird. Deswegen haben wir auch im ersten Semester so viel drauf bestanden. Was kann ich Ihnen heute jetzt noch kurz zeigen? Print kann ich natürlich machen und ich kann auch ziemlich einfach verschiedene Strings direkt im Print verknüpfen. Das kann ich Ihnen auch zeigen. Wie zum Beispiel Anna Förster könnte ich draus machen. Intervall wäre auch ganz nett. Und das Ausführen ist jetzt nicht besonders interessant, aber doch gut zu wissen. Eine interessante Sache ist, in C gab es einen riesen Unterschied, ob jetzt diese Gänsefüßchen hier einmal ein waren oder zwei. Einmal war es für ein Single Character, für nur ein Zeichen. Und zwei bedeutete, da kommt ein ganzes String hinterher. Hier in Python ist es vollkommen egal. Das heißt, ich kann hier auch die Doppelten nehmen
Und das würde genauso gut funktionieren. Wichtig ist eben, dass man die öffnenden Gänsefüßchen und die schließenden auf die gleiche Art und Weise hat, sonst kann er es natürlich nicht machen. So, das wäre als allererstes und ich würde Ihnen jetzt vorschlagen, sich ein bisschen mit den Übungen zu beschäftigen und tatsächlich mehrmals auszuprobieren, was passiert, wenn. Und sich auch ein bisschen mit dem Editor bekannt zu machen. Der hilft Ihnen viel mehr als der Arduino-Editor, der so überhaupt keine Lust hatte zu kontrollieren, was wir da schreiben. Der hier ist ziemlich schlau und sagt schon beim Schreiben, irgendetwas ist nicht in Ordnung und man sollte sich auch tatsächlich daran widmen und es vor allem richtig beachten, weil der Interpreter eben ist ein bisschen schlauer, der weiß ganz genau, auf welche Zeile das Problem aufgetreten ist. Dankeschön.